Der lange Heinrich ist wieder da. Die alten Rostocker wissen genau, was damit gemeint ist. Deutschlands ältester Schwimmkran ist nach aufwendiger Restaurierung zurückgekehrt an seinen alten Platz, mittlerweile 107 Jahre alt. Die ehemalige Warnow-Werft kurz nach 10 Uhr. Achtung, Feld! Für Andreas Hallier ist dies wirklich kein Tag wie jeder andere. Nach 1,5 Jahren Arbeit, vielen Tonnen Rost und 12 Tonnen frischer Farbe, der Augenblick, auf den er gewartet hat. Ja, sicher. Fertig nach 1,5 Jahren. Ne? Der lange Heinrich ist wieder da. Baujahr 1905 und trotzdem fast wie neu. Mit Schlepperhilfe geht es auf Reise ins Herz von Rostock. So sah Deutschlands ältester Schwimmkran aus, als er 2010 in die Werft kam. Tödlicher Rost überall. Wir haben Abrostung von bis zu 50%. Was heißt, er hat nach wie vor noch auch diese 50%. Wenn die gut konserviert sind, halten die noch mal 100 Jahre. Gar kein Problem. Aber man hätte es nicht mehr allzu weit treiben dürfen. Als Schiffbauingenieur leitete Andreas Hallier die Restauration von Deutschlands ältestem Schwimmkran. Rostock zahlte über 800.000 Euro. Das Ergebnis: Heinrich komplett entrostet und unter frischer Farbe. 107 Jahre auf dem Wasser sind fast spurlos verschwunden. Es ist richtig investiert. Man muss es nur weiter ordentlich nutzen und den Leuten zugänglich machen und sagen: Hallo, wir haben hier was ganz Tolles. Schlepper Buxier 16 schiebt den alten Heinrich sanft die Warnow hinauf. Das Ziel: der Rostocker Stadthafen an der Fischerbastion. Dort soll Heinrich während der Hanse-Sail-Tage als Hingucker Besucher anziehen. Noch etwa 20 Minuten Fahrt, das Anlegemanöver wird geplant. Hier, das ist ungefähr die Leinführung. Wir sind ungefähr 3, 4, 5 Meter vor dem Bug. Da wir haben die Vertikalfenderung, das heißt, wir können uns völlig beliebig legen, weil wir genug davon haben. Ne? Kurz vorm Liegeplatz. Da hinten rechts, wo jetzt die schicken Apartmenthäuser stehen, war früher Heinrichs Arbeitsplatz die Neptunwerft. Hier hiefte der Dampfschwimmkran Schiffsteile. Zack. Rüber, einfach rüber, stopp. Und rüber und gut. Heinrich am Ziel. Gleich vorm Bug des alten Eisbrechers Stefan Janssen macht der Schwimmkran fest, beobachtet von Rostocks Oberbürgermeister. Das Geld für Heinrich sei gut angelegt, meint er. Ein solches Objekt viele Hafenstädte weltweit beneiden. Ja, weil dieser Kran mit über 100 Jahren ein wirkliches Denkmal ist, ein richtiger Rostocker Jung. Ne? Für 2 Euro pro Person kann man zur Hanse-Sail den alten Heinrich besichtigen oder mit Andreas Hallier über den Schwimmkran fachsimpeln. Er hat die lange Geschichte des Krans zusammengetragen und ein Heinrich-Buch geschrieben. Lange Heinrich wurde 1905 in Danzig gebaut von 2 Firmen, von der Schichau-Werft, der Ponton, und von dem Vorgänger von D-Mark, der Firma Becher und Kebmann, der Kran. Und nach 1945 hat er hier in Rostock über 30 Jahre gearbeitet und ist seit 1978 Museumskran. Nur ein Geheimnis des langen Heinrich konnte auch Andreas Hallier nicht lösen. Bis heute ist unklar, wer den Schwimmkran nach dem Zweiten Weltkrieg von Danzig nach Rostock holte.